Warum Tiere keinen Herzinfarkt kennen, zeigt diese Abbildung. Die Herz-Kreislauf-Erkrankung ist eine Frühform von Skorbut. Die linke Spalte zeigt, wie die Arterienwände von Tieren durch eine optimale Produktion elastischer Kollagenmoleküle stabilisiert werden. Je mehr Vitamin C, umso mehr Elastizität und umso mehr Stabilität der Arterienwand. So einfach ist das. Die rechte Seite zeigt das andere Extrem, die Seefahrerkrankheit Skorbut. Die Seeleute früherer Jahrhunderte starben bei langen Seereisen innerhalb weniger Monate an massiven inneren und äußeren Blutungen. Ihr Körper produzierte kein eigenes Vitamin C und die Schiffsnahrung enthielt kaum oder gar keine Vitamine. Die Ursachen der Herz-Kreislauf-Erkrankung liegen genau in der Mitte. Wir alle nehmen heute mit der Nahrung eine minimale Menge von Vitamin C zu uns, sodass offener Skorbut selten ist. Aber die Vitaminzufuhr mit der Nahrung reicht nicht aus, um die Arterienwände so stabil zu halten, wie dies bei Vitamin C produzierenden Tieren der Fall ist. Über Jahrzehnte entstehen Millionen kleiner Einrisse an der Innenfläche der Arterienwand. Sobald die Arterienwand spröde wird, dringen Cholesterin und andere Reparaturfaktoren, insbesondere das klebrige Lipoprotein klein a, in die Arterienwand ein. Die Ablagerung von Cholesterin in der Arterienwand ist also nicht die Ursache der Herz-Kreislauf-Erkrankung, sondern bereits eine Reaktion auf das eigentliche Problem, Vitaminmangel der Arterienwand. Bei unzureichender Vitaminzufuhr über Jahre setzt sich die Reparatur der Arterienwand immer weiter fort und führt zu den gefürchteten Ablagerungen. Bilden sich diese atherosklerotischen Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen, so führt dies zum Herzinfarkt. Entstehen sie in den Arterien des Gehirns, kommt es zum Schlaganfall. Albert Einstein sagte, wirklich bedeutende Entdeckungen sind in der Regel so einfach, dass sie alle Menschen verstehen können. Der Zusammenhang zwischen Skorbut und Herz-Kreislauf-Erkrankung ist keine Ausnahme. Für unsere Patente zeigten wir, dass es nicht nur möglich ist, die Atherosklerose auf natürliche Weise zu verhindern. Wir konnten auch zeigen, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankung ohne Bypass-Chirurgie und ohne Ballonkatheter wieder rückgängig gemacht werden kann. Dabei spielen die Aminosäuren Lysin und Prolin eine besondere Rolle. Sie bilden eine Art Teflonschicht für die Arterienwand und lösen die innerhalb der Arterienwand abgelagerten Fettpartikel heraus. Bestehende Ablagerungen werden auf diese Weise langsam abgebaut. Neben Fettpartikeln befindet sich in den fortgeschrittenen Ablagerungen der Arterienwand auch Kalk oder genauer Calciummoleküle. Diese sind so charakteristisch, dass sie der Atherosklerose ihren Namen geben. Auch diese Calciummoleküle können, wie wir gleich sehen werden, auf natürliche Weise abgebaut werden. Das wichtigste Vitamin, das den Calciumstoffwechsel optimiert, ist Vitamin D. Stellen Sie also unbedingt sicher, dass Sie täglich eine optimale Menge auch an Vitamin D zuführen. Bereits im Alter von 30 Jahren leidet jeder zweite junge Mensch an beginnender Atherosklerose in den Herzkranzgefäßen. Diese Krankheit entwickelt sich über Jahre, ohne dass wir dies spüren. Wird nichts unternommen, führt dieser Prozess früher oder später zum Herzinfarkt. Unser Ziel war es, ein natürliches Präparat zu entwickeln, das diesen gefährlichen Prozess bereits im Frühstadium aufhält. Wir wussten, wenn es uns gelingt, die Atherosklerose aufzuhalten, verhindern wir einen Herzinfarkt lange bevor er sich ereignen kann und der Sieg über den Herztod wird zur Realität. Das von uns entwickelte Gesundheitsprogramm aus Vitaminen, Aminosäuren, Mineralien und Spurenelementen gilt inzwischen als das führende Herz-Kreislauf-Programm der Welt. Die folgende klinische Studie mit diesem Naturprogramm war dabei ein wichtiger Schritt. Wir testeten unseren Vitamin-C-Komplex in einer klinischen Studie an 55 Patienten mit unterschiedlichen Stadien der koronaren Herzkrankheit. Mit Hilfe des modernen Diagnosegerätes, dem ultraschnellen Computertomographen, kann man direkt in die Arterienwand hineinblicken. Eine Art Mammogramm des Herzens und der Herzkranzgefäße. Der Computer vermisst automatisch die Größe der Ablagerung innerhalb der Arterienwand, indem er das Ausmaß und die Dichte der Ablagerung bestimmt. Daraus berechnet er den Koronarsklerosefaktor. Je größer dieser Faktor, umso weiter fortgeschritten ist die koronare Herzerkrankung. Wegen ihrer Bedeutung für die Gesundheit jedes einzelnen Menschen habe ich diese Untersuchung in meinem neuen Buch »Warum kennen Tiere keinen Herzinfarkt?« komplett wiedergegeben. Die wichtigsten Studienergebnisse sind folgende. Zunächst stellten wir fest, wie rasch die koronare Herzerkrankung
der Patienten ohne das Vitamin-Zellkomplex-Programm fortschreitet. Pro Jahr nahmen die Koronarsklerose-Ablagerungen um durchschnittlich 44% zu. Ohne Vitamintherapie vergrößerten sich also die Ablagerungen in den Arterienwänden immer schneller, jedes Jahr um fast die Hälfte. Unbehandelt entwickelt sich die koronare Herzkrankheit also nicht geradlinig auf einen Herzinfarkt zu, sondern beschleunigt. Dies ist das erste Mal in der Geschichte der Medizin, dass gemessen wurde, mit welchem Tempo die Koronarsklerose auf den Herzinfarkt zuläuft, wenn keine wirksame Vorbeugung erfolgt. Dann begannen die Patienten mit dem Vitamin-Zellkomplex-Programm. Unter dieser Therapie kehrte sich dieses Bild um und die Wachstumsrate verlangsamte sich jetzt. Bei Patienten im Frühstadium der Erkrankung kam die Koronarsklerose sogar bereits innerhalb eines Jahres zum Stillstand. Der linke Balken in dieser Abbildung zeigt die rasche Zuwachsrate der Koronarsklerose ohne die Vitamintherapie. In der Mitte sehen Sie, wie der Vitamin-Zellkomplex die Koronarsklerose innerhalb der ersten 6 Monate abbremst und innerhalb der zweiten 6 Monate zum Stillstand bringt. In Einzelfällen kam es unter dem Vitamin-Zellkomplex-Programm zum vollständigen Verschwinden der Koronarsklerose. Die zuvor vorhandenen Ablagerungen, links im Bild, hatten sich nach etwa einem Jahr des Vitaminprogramms komplett zurückgebildet. Die Erklärung dafür ist einfach. Die Arterienwand ist auf natürliche Weise abgeheilt. Diese Studie bedeutet in mehrfacher Hinsicht einen Wendepunkt in Medizin und Gesundheitsbewusstsein weltweit. Sie bestätigt, dass der Herzinfarkt die Folge chronischen Vitaminmangels ist. Seine Ursache, die Koronarsklerose, kann bereits in ihrem Anfangsstadium und auf natürliche Weise gestoppt werden. Diese Studie beweist, dass eine natürliche Umkehr der Koronarsklerose möglich ist und dass Bypass-Operationen und Ballonkatheter bald nur noch in Ausnahmefällen angewandt zu werden brauchen. Es steht jetzt auch fest, dass die weltweite Herz-Kreislauf-Epidemie erfolgreich und zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten besiegt werden kann. Das Beste daran, dieser medizinische Durchbruch kann sofort von Millionen Menschen weltweit genutzt werden. Dieses Wissen konsequent angewendet bedeutet, dass Herzinfarkte in zukünftigen Generationen weitgehend unbekannt sein werden. Mit dieser Studie ist der Beweis erbracht, dass folgende Statistik kein Zufall ist. In den USA hat sich der Vitamin-C-Verbrauch in den letzten 3 Jahrzehnten vervielfacht. Genau zeitgleich dazu gingen Herzinfarkt und Schlaganfall als Todesursache um fast die Hälfte zurück. Unsere Studie ebnet jetzt den Weg für ähnliche Erfolge in Europa. Wie dringend erforderlich dies ist, zeigt dieser Vergleich. Während in den USA im letzten Vierteljahrhundert um 50% die Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückgingen, sterben die Menschen in Europa nach wie vor wie die Fliegen von dieser Epidemie. In Westeuropa blieb bisher die Herzinfarkt-Todesrate unverändert hoch. In osteuropäischen Ländern ist die Tendenz sogar weiter steigend. Unsere Studie erklärt auch dieses Phänomen. Jeder zweite Amerikaner nimmt heute regelmäßig Vitamine zu sich. In Europa sind es im Durchschnitt weniger als 5%. Wieder einmal steht die Menschheit kurz davor, sich von einer Volkskrankheit zu befreien, die Millionen Menschenleben und unsägliches Leid brachte. Die Hürde, die es noch zu überwinden gilt, ist der Widerstand der Pharmakonzerne. Allein am Fortbestand der Herz-Kreislauf-Erkrankung verdient die Pharmaindustrie weltweit und jedes Jahr mehrere 100 Millionen Mark. Mit dem Sieg über den Herztod bricht dieser Markt zusammen. Zum Erhalt ihres milliardenschweren Medikamentenmarktes haben die deutschen und internationalen Pharmakonzerne jetzt ein weltweites Kartell gebildet. Dieses Kartell erhielt den lateinischen Tarnnamen Codex Alimentarius und hat das Ziel, die für Millionen Menschen lebenswichtigen Informationen zur Gesundheitsbedeutung von Vitaminen gesetzlich verbieten zu lassen.